Hi, hier ist Max und willkommen zu einem Let's Mach Buchcover oder sowas. Ja, ihr habt vielleicht, wenn ihr mir auf Instagram folgt, gesehen, dass ich in den letzten Wochen ab und zu so Fake-Buchcover rausgeballert habe, die ich alle mit Hilfe der künstlichen Intelligenz Stable Diffusion habe generieren lassen. Nicht komplett, sondern Einzelteile werden mir ausgegeben. Ich bastle sie dann zusammen. Keine Sorge, das, was ihr hier seht, das ist Work in Progress. Also, ich habe schon immer gern Buchcover gemacht. Ja, das zum Beispiel. Und ich habe halt meistens mit Fotomanipulation gearbeitet. Also, alles davon hier sind Fotos, Stock-Footage, 3D-Render, alles von irgendwelchen Seiten. Das ist ein Foto von mir. Und dann halt bearbeitet, etc. pp. Und ich wollte halt irgendwann auch mal was machen, was so ein bisschen gemalt oder so aussieht. So ein bisschen so wie so ein Fantasy-Cover. Und da ich das einfach nicht sehr gut kann, in Photoshop oder in sonstigen Sachen, dachte ich, jetzt, da man diese künstlichen Intelligenzen auch auf dem Rechner laufen lassen kann, benutze ich die. Ja, die generieren mir Bilder nach meinen Vorstellungen und solange, also ich mache mir quasi meine eigenen Stock-Footages, meine eigenen künstlerischen Bilder und bastel die dann zusammen. Ist also ein Workflow, den ich jetzt in den letzten 2 Wochen hin und wieder probiert habe, und ich will euch den vorstellen. Ich hatte gerade eben schon das Vergnügen, dass mir OBS abgestürzt ist, deswegen bin ich schon mittendrin. Denn so wie es aussieht, immer wenn ich die Maschine generieren lasse, frisst die so viel RAM, dass OBS einfach abschmiert. Wobei die neuesten OBS-Versionen tatsächlich sowieso ständig abschmieren. Hier ist eine Cola. Hier ist Bier. Und jetzt im Schnelldurchlauf nochmal. Also ich habe verschiedene Cover gemacht. Also zum Beispiel hier so ein Lovecraftsches Cover. Ja, die ganzen Einzelteile sind einzelne Ausgaben aus Stable Diffusion, die ich dann halt zusammenbringe und irgendwie verwurschtle. Hier so ein Fantasy-Cover. Die sind alle auch sehr grob. Also die Übergänge hier sind teilweise echt schodderig. Aber es ging nur um den Workflow. Da könnte man jetzt natürlich noch 5 Stunden sitzen und dann die Feinheiten machen. Gestern habe ich so ein retro-futuristisches Cover noch gemacht. Ein Dark Mystery-Kram. Also, ich habe jetzt einige gemacht, sodass ich mich einigermaßen sicher fühle mit dem Workflow. Und heute wollte ich das wegen den anderen probieren. Und ich werde es jetzt so machen, dass immer, wenn ich die Maschine laufen lasse, dass ich die Aufnahme beende, weil sonst ist sie am Arsch. Wenn OBS während der Aufnahme abstürzt, dann ist das Ding einfach hinüber. Heute wollte ich nämlich probieren, ihm ein Bild schon von vornherein zu geben und das dann umändern zu lassen. Ja, normalerweise generiere ich die Prompts aus dem Nichts, nur mit Texteingaben, und suche mir dann so lange was aus oder verfeinere, bis irgendwas rauskommt, was von der Art, was ich okay finde. Jetzt habe ich aber schon eine sehr konkrete Vorstellung, wie es aussehen soll, deswegen probiere ich es heute anders. Und was ich haben will, ich will quasi so eine Straße, so eine Vorstadtstraße mit so Vorstadthäusern. Und in der Mitte soll hier so ein, so nach oben, soll hier wie so eine Art Fenster schweben, durch das man dieselbe Straße sieht, aber die ist irgendwie finster. Ja, so eine Art, das Behind Closed Doors, das Düstere hinter der Realität, bla bla bla. So ein typischer Thriller einfach. Und ich hätte gerne das in so einem Edward Hopper-Stil oder so. Das wäre heute so meine Idee. Schauen wir mal, ob es klappt. Ich hatte also jetzt in Photoshop mir schnell aus Stock-Footages hier so ein Mockup gemacht. Hier so Einzelteile einfach reingeballert, damit die Maschine etwa weiß, was ich mir vorstelle. Ja, ich glaube, ich ändere es sogar noch ein bisschen ab. Ja, ich hätte gern hier drüben so ein bisschen Gras, Rasen. Ein bisschen heller. In die Richtung. Pflanzen. Ja, irgendwie so. Was auch immer. Dann ändere ich mal so teilweise noch ein paar Sachen ab, dass er die Spiegelung nicht wiederholt. Also sehe ich hier ein bisschen. Ja. Was auch immer. Vielleicht, ja. Und gebe das jetzt hier noch mal aus. Also man kann in Stable Diffusion
wenn ihr es noch nicht kennt, also man gibt eine Texteingabe ein und er generiert irgendwas daraus. Ja, auf der Basis von ihm gelernten Algorithmen. Ja, also mit Algorithmen, die dann das Internet durchsuchen und die schauen, was mache ich daraus. Und ich hatte jetzt gerade eben, als ich die ganze Sache vorstellen wollte, ihn einfach mal einen Prompt eingeben lassen, von dem ich gehofft habe, dass vielleicht sowas Ähnliches schon rauskommt. Und rausgekommen ist das hier. Nochmal ganz kurz, was das ganze Ding ist. Also hier oben gebe ich den Prompt ein. Suburban Street, Morning Atmosphere, Amerikaner in the style of Edward Hopper. Die Klammern bedeuten, dass er das betont umsetzen soll. Highly detailed, intricate, 4K, einfach, dass er viele Details reinmacht. Die Sampling Steps ist wie detailliert, wie viel Zeit er sich nehmen soll. Ich finde 80 ist eigentlich hier ein ganz schöner Mittelwert aus. Ich warte 100.000 Jahre bis hin zu, sieht nicht mehr so gut aus. Ist eigentlich genauso ein schönes Zwischending. Das ist die Bildgröße. Hier als Info, wenn ihr hier zu hoch geht, also eigentlich wenn ihr über 1000 geht in der Weite oder Höhe, kann es sein, dass er anfängt Scheiß zu machen, weil er das als mehrere Unterbilder sieht und dann kopiert er plötzlich Sachen hinein. Und Batch Size ist, wie viele Bilder er gleichzeitig rausgeben soll und CFG Scale ist, wie nahe er an diesem Prompt bleiben soll. Ganz unten würde heißen, gar nicht. Ja, also dann macht er mir was anderes. Irgendwas halt. Und ganz oben wäre sehr genau, dann kommt meistens nichts raus, weil er so viel Informationen da oben gar nicht kriegt. So, jetzt schauen wir mal, was er gemacht hat. Das sind eigentlich von der Idee, es ist so ein bisschen das Feeling, das ich haben will. Es hat jetzt aber nichts diese Perspektive, wie ich sie möchte. Ich könnte ihn noch vielleicht zwingen, das zu machen, aber warum? Ich habe ja so ein Mockup gemacht, deswegen gehen wir direkt in Image to Image und ballern ihm erstmal unser Bild rein. So. Und machen wir auch Sampling Steps schon mal hoch. Der Prompt bleibt der gleiche. Den können wir eigentlich übernehmen, denn das ist das, was ich hier sehen will. Ich will hier sehen eine Suburban Street, Morning Atmosphere, Amerikaner in the style of Edward Hopper, bla bla bla. Und wenn er gut ist, erkennt er im Prinzip schon, dass es eine Suburban Street ist und macht jetzt da noch so seinen Style drauf. Gucken wir mal. Das sind die einzelnen Algorithmen. Euler funktioniert eigentlich ganz gut. Aber manchmal lohnt es sich auch, das zu wechseln. Und jetzt machen wir es mal so. Die CFG-Scale lassen wir bei 8. So, und jetzt kommt die Denoising Strength. Das hier gibt an, wie stark er das Bild, das ich ihm hier gebe, verrauschen soll vorher. Also diese künstlichen Intelligenzen arbeiten mit Rauschen. Also sie generieren erstmal ein Rauschenbild, basierend auf dem Seed. Das ist jetzt hier ein zufälliger. Und dann schälen sie aus diesem Rauschen immer mehr Informationen heraus, mit jedem Step etwas mehr. Deswegen, wenn ich Steps auf 1 stelle, kriege ich einfach Rauschen. Das will ich natürlich nicht. Und wenn ich jetzt dieses Bild als Eingabe habe und ich mache Denoising auf 0, dann gibt er das Bild ohne Rauschen so rein und dann kriege ich wahrscheinlich genau dieses Bild wieder zurück. Wenn ich Denoising auf 1 mache, dann macht er jetzt so viel Rauschen rein, dass ich genau dieses Bild nicht mehr zurückkriege. Das heißt, ich muss jetzt den Wert finden, der nicht zu hoch ist, dass er das Bild nicht zu sehr verändert, aber auch nicht zu niedrig, sodass er im Prinzip nicht genug verändert. Ich würde sagen, ich probiere es mal bei 0,7. Ich glaube, das ist eigentlich das, was ich haben möchte. Lass ihn jetzt das einfach mal durchrennen und ich muss jetzt ständig Aufnahme beenden und wieder starten, in der Hoffnung, dass OBS nicht ständig abschmiert. Aber let's try this. So, da sind wir wieder. Ich wage es, eigentlich würde ich es gern die ganze Zeit laufen lassen. Ich hätte gern jetzt einfach 3 Stunden, 4 Stunden lang das Ding laufen lassen, dann nachher einen Zusammenschnitt gemacht und noch eine gekürzte Version mit meinem Erzählertext oder so. Aber ich habe so Angst, dass mir das Ding abschmiert, dass ich es irgendwie nicht wage, weil jetzt ist er nicht abgeschmiert, komischerweise. Okay, also wir haben 6 Bilder. Schauen wir mal. Das ist so ein bisschen schräg von der Perspektive. Das sieht sehr viel cooler aus.
hat auch hier diese Rasenfläche cool gemacht mit so einem kleinen Hügel. Sieht aus, wie es wäre so eine kleine Welle drin. Das hat auch was. Das ist ein bisschen abstrahierter, finde ich. Da ist aber noch eine Person. Das hatte auch schon was. Man kann auch nachher Sachen einfach kombinieren. Ich meine, die sind ja sehr ähnlich. Hier finde ich die Straße recht cool. Das ist ein bisschen wie die erste, aber hier ist der Himmel, hat er so ein Anime, so einen, so ein bisschen so einen Makoto Shinkai-Himmel draus gemacht. Alles sehr ähnlich. Ich finde den aber jetzt interessant. Ich könnte jetzt, normalerweise mache ich so, ich würde den jetzt noch fünfmal durchlaufen lassen. Wenn man das Ding lokal laufen lässt, dann speichert er die Sachen immer automatisch in Verzeichnissen. Also man kann dann halt irgendwas auch von vor Wochen wieder vorholen. Super praktisch. Ich würde jetzt einfach zu Demonstrationszwecken sagen, wir bleiben relativ schnell an Sachen hängen. Ich finde hier den Himmel nicht so geil, weil der zu fotomäßig aussieht. Aber wir können den dann zum Beispiel durch den ersetzen. Das wäre ja zum Beispiel eine Möglichkeit. Wenn wir Bilder rausgesucht haben, die wir haben wollen, werde ich sie nachher noch hochskalieren. Die sind jetzt von der Auflösung, wie gesagt, nicht so, dass man damit ein Buchcover machen könnte. Aber man kann sie dann hochskalieren lassen. Das dauert aber eine Weile. Da braucht ihr dann auch nicht dabei zu sein. Aber beim Photoshop-Assembling-Prozess werdet ihr dann wieder dabei. Okay. Also ich würde sagen, wir haben eine Straße und wir haben irgendwie einen Himmel. Würde mir jetzt erstmal reichen zu Demonstrationszwecken. Ich will euch ja hauptsächlich den Workflow zeigen. Wie man den ganzen Scheiß auf dem eigenen Rechner zum Laufen kriegt, das werde ich euch nicht zeigen, weil das kapiere ich selber nicht. Also da gibt es aber Tutorials mit Python-Scripts und Haufen Zeug, ja, die das sehr, sehr cool erklären. Man braucht auf jeden Fall, damit es gut läuft, recht viel Grafikrahmen, also 10 GB sollte man haben wohl, damit es gescheit funktioniert. Aber je nachdem, wie hoch die Auflösung ist, wie viele Sampling-Steps man hat, geht es wohl auch mit weniger. Okay, jetzt habe ich das und jetzt, bevor ich ein Fenster oder so mir generieren lasse, auch noch, hätte ich jetzt gern die Straße in Finster. Das heißt, wir suchen uns jetzt einfach mal die raus, die wir haben wollen. Und machen das in Photoshop. Denn bevor ich ihm jetzt sage, dass er das irgendwie zu einer finsteren Stadt machen soll, mache ich es lieber selber. Das geht dann besser. Wo haben wir es denn? Models, Quatsch. Outputs. Text, Image to Image, Images. Ich kopiere mal den ganzen Kram rüber. Ihr seht das jetzt nicht, ist aber auch wurscht. Hierher. Und ich hätte, welches wollte ich? Das hier hätte ich gern hier rein. Da reicht auch die kleine Auflösung. Können wir es ein bisschen größer sehen? Eigentlich ziemlich nice. Ich finde, er hat diese Rasenfläche, die ich reingemalt habe, eigentlich cool umgesetzt. Das hat so ein bisschen was Grobes. Mit diesen Wellen. Aber es irgendwie gefällt es mir. So, und der Himmel ist kacke, da wollten wir. Ja, welcher ist gut? Ich finde, der passt doch eigentlich. Der ist doch ganz nett. So, jetzt. Machen wir. Ich das hier hoch und malen den Himmel raus. Schauen wir mal, ob er es checkt. Auswahl Himmel. Hä? Gar nicht schlecht. Ah, sorry. Bam. Passt einigermaßen. Jetzt hat er hinten noch andere Häuser mit reingebracht, die in dem anderen Himmel nicht sind. Kein Problem. Ups, das ist der falsche. Wir vergrößern den ein bisschen. Und den so. So, und das hätte ich jetzt gern in düster. Und jetzt frage ich mich, was könnte düster sein? Ich will es in dunkel, als wäre es quasi eine Nachtszenerie. Vielleicht können wir so ein bisschen so eine Upside-Down Stranger Things-Vibe mit reinbringen, dass irgendwie so irgendwelche Auswüchse da unterwegs sind.
Ich will auf jeden Fall, dass es von den Farben her düsterer ist. Also machen wir eine Verlaufsumsetzung. Machen wir schon so ein bisschen rot. Ich finde rot ganz gut. Das ist jetzt falsch rum. Hier drüben muss das ein dunkler hin. Ja, also hier dunkelrot und auf der anderen Seite machen wir ein irgendwas, was. So. Jetzt sollte ich langsam meinen Flux rausschießen. Ich habe so eine App Flux drauf, die Blautöne rausfiltert, die dunkler es draußen wird, damit man abends nicht so angestrengt ist, wenn ich Bildbearbeitung mache. Denke ich manchmal so, ey, ich mache Bildbearbeitung, am nächsten Tag schaue ich es mir an und denke, ah, scheiße, warum ist das so grün? Warum ist das so grün? Weil ich halt irgendwie immer gegen diesen Orangeton gearbeitet habe. Sollen wir mal noch irgendwie so eine weitere Farbe rein? Irgendwie so was Knalliges vielleicht hier so. Nicht zu sehr. Das soll ruhig auch ein bisschen crazy aussehen. Jetzt sieht es fast wieder normal aus. So ein bisschen giftig. Ich finde eigentlich das Blau ganz cool. Ich würde es mal im Prinzip so lassen und jetzt vielleicht noch ein bisschen dunkler. Kontraststärke. So, was wollen wir noch? Jetzt machen wir noch irgendeinen krassen Scheiß rein. Der Himmel muss verrückt sein irgendwie. Gucken wir mal. Pexels. Wie wäre es mit Grunge Texture oder irgendwie so ein Kram? Ja, hier, sowas. Basteln wir das doch einfach mal drüber. Geben dem Ganzen so einen kaputten Anstrich. Ja? Ja, warum nicht? Vielleicht hauptsächlich im Himmel? Vielleicht hier auch so ein bisschen gemischt ist. Okay, was machen wir noch? Irgendwie gibt es sowas wie Fungus Growth. Growth. Ja, irgendwie so. Also sowas, ein bisschen eine andere Perspektive bräuchte ich, glaube ich. Komm, probieren wir einfach mal was. Ich hätte das irgendwie gern. Ich mach den ganzen Scheiß hier mal weg. Irgendwie so, dass das vielleicht auf diesen Häusern wächst. Kriege ich das hin? Ja, gucken wir mal. Nur grob sein. Es könnte sogar so eine Art Feuer sein. Warum nicht? So, jetzt machen wir das darunter. Nee, so passt schon. Und jetzt.
Das war falsch. Immer fragen, auf welcher Ebene bin ich? Das soll hinter dem Haus hier so vorkommen. Aber warum nicht? Warum nicht? Keine Ahnung. Schauen wir, was er draus macht. So, was nehmen wir noch? Irgendwie sowas. Ja, herzlichen Dank. Wenn ich manchmal keine Ahnung mehr habe, mache ich auch mal so Scheiß. Das ist schon auch mal gut. Oh, das sieht. Ah, das hat doch was. Das ist so ein bisschen eklig. Keine Ahnung, was er draus macht. Gucken wir mal. Hier sieht auf jeden Fall eklig aus. Vielleicht macht er so Risse draus oder sowas. Ziehen wir es noch ein bisschen lang. So. Komm, jetzt machen wir noch so ein Schlagloch im Boden. So ein Sinkhole. Gut, das hat ein Porthole. Ist der Scheiß nicht Port? Der heißt doch Porthole. Okay, gut, mach ich was. Ich zeichne es. So. Nee, warte. Neue Ebene. Und jetzt bitte vielleicht irgendwas Dunkles. Ja, das passt doch. Das ist nicht dunkel genug. Das muss sehr, sehr dunkel sein. So. Jetzt machen wir hier noch so einen Hauch von Licht, um ihm einen tiefen Effekt zu geben. Ich finde es voll überzeugend. Und jetzt alles ganz klein und so, noch enger, noch kleiner und so, und jetzt machen wir hier noch so Risse oder irgendwie sowas. Ah, das ist doch okay. Und boom, sieht man natürlich jetzt nicht mehr so richtig. Vielleicht machen wir die Kurven wieder raus. Wir können das ja auch nachher noch machen. So. Und jetzt gucken wir. JPEG. Buds. Zurück in Stable Diffusion. Bitte einmal das hier. Und jetzt machen wir nicht Morning Atmosphere, jetzt machen wir Eerie Atmosphere Horror Spooky Dramatic. Keine Ahnung. Schauen wir mal, was rauskommt. Ich lasse das Ding laufen und sicherheitshalber schieße ich das Ding mal wieder ab. Und ich hatte recht, er ist abgestürzt. So, jetzt sehen wir, was passiert ist. Ich habe ein paar Sachen geändert und jetzt hat er sich sehr weit entfernt von dem, was ich ihm gegeben habe.
Hier ist jetzt was passiert, was mit der Höhe zu tun hat. Er hat jetzt ein doppeltes Haus, das oben fliegt. Das macht er manchmal, wenn das Bild quasi zu hoch ist. Das gibt schon mehr Sinn, aber wir sehen, dass es von der Sache, wie ich sie hatte, nicht mehr das, was ich wollte. Das heißt, jetzt werde ich ihm sagen, bitte nicht zu sehr denoisen. Und was ich glaube ich gerne noch hätte, ist, ich möchte, dass die Wolken eigentlich schwarz sind. Ja. Ich glaube, das finde ich besser. Und jetzt malen wir uns doch einfach die Wolken ein bisschen schwarz. Ja, warum nicht? Speichern das nochmal. Gucken wir mal, ob er jetzt was draußen macht. Ich mach mal hier wieder Schluss. So, das ist tatsächlich, das ist das Coole bei dem Denoising. Das ist jetzt sehr viel näher dran. Im schlimmsten Fall ist es sogar eigentlich fast das, was ich reingegeben habe. Also das sieht schon sehr aus wie das. Er hat hier aus diesen dreckigen Mustern schon so Verunreinigungen gemacht. Er hat hier hinten noch so Oberleitungen hingemacht, was ich ganz cool finde. Die Wolken sind so ein bisschen gemalter. Ja, hier kommt noch so ein cooler, diese Beleuchtung von rechts irgendwie rein. Die hat was Unheimliches. Hier ist es so ein bisschen, als würde dann Feuer brennen. Das ist ganz anders, weil hier hat er Bäume reingemacht und hier steht noch ein Auto. Das finde ich eigentlich ziemlich spooky. Wenn da ein Auto ist, was in der Realität nicht ist, aber das ist so ein bisschen so ein Science-Fiction-Auto, bisschen verkackt. Aber wisst ihr was? Ich finde das mit dem Auto eigentlich ziemlich geil. Ich glaube, das nehme ich einfach. Wie gesagt, das ist ja nur zu Demonstrationszwecken. Bei den anderen Covern hätte ich ihn jetzt nochmal und nochmal und dann hätte ich unten die Noising Stück für Stück um 5er-Schritte irgendwie verstellt, um zu gucken, ab wann kommt er irgendwie mit anderen Sachen. Aber ich glaube, es geht ja nur darum, den Workflow irgendwie aufzuzeigen. Okay, jetzt haben wir das. Jetzt brauche ich bitte noch. Noch eine Sache will ich noch wissen. Bitte im Style of Beksinski. Das schreibe ich jetzt, ne? Das probieren wir nochmal. Ich will wissen, was dann rauskommt. Interessant. Er hat gar nicht so viel geändert. Klar, da hätte ich ihm vielleicht mehr Strength geben müssen. Probiere ich gleich auch nochmal. Aber wir sehen, er hat so Scheißdreck in den Himmel gemacht. Bei Beksinski fliegt manchmal so Schrott im Himmel herum. So ein Mond, keine Ahnung, was das ist. Ein laufender Flügel. Aber was ich cool finde, er hat hier tatsächlich diese Risse in den Himmel zurückgebracht. Also vielleicht hole ich mir tatsächlich den Himmel von dem Bild zurück. Oder so vereinzelte Elemente, die typischen. Eigentlich ist das mit dem Fenster, wo dahinter was anderes ist. Das ist auch so ein typisches Beksinski-Motiv. Okay, jetzt will ich es wissen. Jetzt gebe ich ihm nochmal ein bisschen mehr Spielraum. Mal auf 6,5 und lassen den Kerl nochmal laufen. Wahnsinn, immer so alle 2 Mal stürzt er ab. Jetzt gucken wir mal. Jetzt wird es sehr anders. Jetzt bastelt er langsam diese typischen Figuren da oben rein. Ah, das hat was hier mit diesen. Es ist ein Gemisch aus einem Baum und so einem Mast. Da hol ich mir vielleicht auch noch was raus. Ja, und jetzt wird die Perspektive anders. Jetzt sind wir eigentlich zu weit weg. Aber da sind interessante Ansätze drin. Das ist ja das Coole, man. Und das ist, glaube ich, von der Vorgehensweise auch am sinnvollsten. Also die Leute fragen ja immer, ja, ist das nicht irgendwie Schummeln? Er stellt doch ständig meine. Na egal, die Webcam-Einstellungen, egal. Ist es nicht Schummeln, damit sich jetzt einfach Bilder zu machen? Ich würde sagen, nein. Also wenn ich die
meine anderen Cover anschaue, da habe ich halt Fotos, die ich gemacht habe oder die andere gemacht haben, zusammengebastelt. Und ich mache hier mehr oder weniger dasselbe auch. Nur, dass mir die Stockbilder quasi generiert werden, auch ein bisschen nach meinen Wünschen. Klar, den Stil, den gibt er mir dann. Das kann ich nicht. Da fehlt dann quasi die künstlerische Identität vielleicht. Wobei bei einem Buchcover, ja, guck mal die Buchcover an, das ist so Grunge-Texture, Schrift, dann am besten nicht so richtig umgebrochen. Wie heißt das neue Buch da, dieser neue Thriller, Todesfluch oder irgend so ein Scheiß, wo sie dann tot und dann darunter S und sagt, die machen das, glaube ich, absichtlich, damit es Leute nervt. Ich finde es einfach bescheuert, ey. Gut, jetzt brauche ich einen Fensterrahmen. Das können wir im 512x512 machen. Auch wieder Edward Hopper-Style, wenn das überhaupt geht. Also, ich hätte gern Window Frame, White Window Frame, Illustration of White Window Frame, Small Frame, White, ich ergänze einfach Sachen mehrmals schreiben, wenn man sie haben will. Let's go. So, jetzt haben wir Sachen. Schon auf den ersten Blick, das ist das vom Format, wie ich es will, aber das sieht nicht aus wie von Edward Hopper, sondern eher anders. Da fehlt mir die Details. Das sieht eher aus wie in so einem relativ einfachen Comic-Panel. Das passt, glaube ich, nicht in das restliche Bild rein. Ich hätte das quasi gerne so ein bisschen in diesem Style. Das ist halt jetzt wie so ein Ausschnitt aus dem größeren Bild, was es vermutlich auch einfach ist. Das ist... Ja, ich weiß nicht. Also im Prinzip hätte ich gern das. Und jetzt das Schöne. Send to Image to Image. Ja, wir nehmen jetzt das. Und lassen davon jetzt einfach nochmal mehrere ausgeben. Ganz einfach. Und schauen, ob er es irgendwann Edward Hopperiger macht. So, ich mache jetzt hier nochmal zwei Klammern drumherum, dann ist das noch wichtiger. Ein White mache ich mal weg. Wahrscheinlich reicht eine mehr. Gucken wir mal. Einfach weiter probieren. Ja, sieht schon ein bisschen besser aus, zumindest das, was er innen drin gemacht hat. Der Rahmen ist sehr ähnlich geblieben. Ich meine, macht er hier Sachen rein? Keine Ahnung. Ja, da hat auch fast schon wieder was. Ich lasse ihm mal, glaube ich, noch ein bisschen mehr Freiheit. Und probiere es nochmal. Ne, der Rahmen bleibt immer sehr ähnlich. Obwohl... Ein bisschen mehr Schisslerweng kriegt er schon. Hier, der jetzt versucht, Schriftzüge reinzumachen. Ein Alamy-Stockfoto oder sowas. Keine Ahnung. Ich finde, das hat eigentlich was. Da ist so ein bisschen Schattierung dabei. Okay. Ich würde sagen, so zu Demonstrationszwecken reicht das. Ich kopiere mir jetzt mal die ganzen Fotos hier rein und dann schauen wir uns die an. Jetzt mache ich mir einen Ordner Upscale und da schiebe ich all die Bilder rein, die ich jetzt in einer hohen Auflösung haben will. Upscaling kann das Ding auch, ist gar nicht so schlecht. Oh, habe ich bisher immer ganz gute Ergebnisse mit erzielt. Vor allem, da kommt auch schon so ein bisschen eine Körnung mit rein, also hat dann sogar schon was. Also, was wollen wir? Wir wollen, das war das Ausgangsbild mit dem blöden Himmel, das will ich auf jeden Fall. Welcher war der Himmel, den ich wollte? War das der? Nee. Das war der, ne? Ja. Dann bitte dieses. So, welches finstere Bild wollte ich? Das mit dem Auto. Ja, das wollte ich. Irgendwas mit den... Das war auch schon das mit den Bäumen, oder? Irgendwo hatten wir...
Das fand ich eigentlich ganz geil. Die Frage ist, ob man es überhaupt sieht, ne? Wenn der Fensterrahmen ist ja nur in der Mitte, man sieht nur einen Ausschnitt. Wahrscheinlich sieht man es gar nicht. Ich finde, das mit diesen Dingern da am Rand hat aber eigentlich auch schon wieder was. Aber da steht das Auto. Ich finde, das Auto ist cooler. Ich würde das hier noch mit dazu nehmen. Das hat hier so ein bisschen diesen Mond mit diesen Zweigen. Den nehmen wir mal mit. Das ist der hier. Und das Fenster, was ich wollte, war, glaube ich, dieses. Das war das sechs. Ja, das war das. Dann will ich das hier bitte. Das hatte ich ausgegeben. Das brauchen wir nicht. Gut, dann haben wir fünf verschiedene Bilder. Relativ wenig, aber gucken wir mal, ob es am Ende irgendwie taugt. Dann Upscaling. Das gibt es bei Extras. Batch Process. Da baller ich die ganzen Dinger jetzt mal rein. Ich habe festgestellt, also wenn ich sie so hoch upscale wie geht, musste lange rumprobieren, bis ich gecheckt habe, ob meine Grafikkarte das kann oder nicht. Wenn der Grafikspeicher nicht reicht, dann schießen. Aber LDSR, vierfach Resize, funktioniert. Den Rest lasse ich, wie es ist. GIPGAN, das ist irgendwas mit Face, irgendwas, scheißegal, brauchen wir nicht. Ich werde das jetzt hochskalieren und dann sehen wir uns zu Photoshop wieder. Das dauert jetzt in der Regel so 5 Minuten pro Bild, also etwa eine halbe Stunde, würde ich sagen. Dann sehen wir uns gleich. So, die Sachen sind gemacht. Ich lasse das aber mal noch offen. Dann können wir wieder zurück in das Ding hier gehen, können das eigentlich alles mal wieder wegmachen und ballern jetzt die Sachen hier rein. Also erstmal das hier. Dann das hier. Warte mal, das ist noch nicht groß genug. Ne? Ja. Dann das hier. Dann das hier. Ich bin mal gespannt, ob es funktioniert, ob es vom. Von der Bildstruktur her aufgeht. Ich bin gespannt. Jetzt machen wir erstmal Schritt für Schritt die Sachen dahin, wo sie gehören. Normalerweise mache ich jetzt direkt einen Schwarz-Weiß-Filter, um zu gucken, ob die Helligkeitswerte der einzelnen Bilder passen. Und dann koloriere ich die Sachen nach, weil ganz häufig sind die einzelnen Elemente, die Stable Diffusion ausgegeben hat, nicht farbkompatibel. Das heißt, ich müsste die farblich anpassen und dann koloriere ich es meistens selber noch. Ich denke aber, bei dem Bild könnte es klappen. Das probieren wir aber einfach. Zur Not machen wir es doch nochmal anders. Okay. Hier bitte Auswahl Himmel. Wir bedienen uns aller Annehmlichkeiten, die wir so haben. Also erstmal diesen Himmel raus und dann diesen Himmel rein. Muss ein bisschen größer. Mal gucken, ob wir hier vielleicht ein bisschen. Wir das hier vielleicht rausmalen. Ich werde manchmal nicht so viel reden, aber das ist, glaube ich, egal. So. Passt. Jetzt können wir gucken, ob hier wieder die Kanten in Ordnung sind.
sagen, was das ist. Kann man aber eigentlich auch lassen. Das stört mich eigentlich nicht. Ich finde es ganz, ganz charmant. Wenn es manchmal auch ein bisschen strange ist. Ach, was das da vorne ist, wie wurscht. Das wäre da so eine Art Zaun oder Plakat. Das ist ja das Schöne bei Stable Diffusion. Der macht manchmal irgendeinen Scheiß rein. Aber das Auge macht daraus irgendwas. So, hier haben wir auch keine Menschen. Ich glaube, das ist vielleicht sogar ein bisschen der Gag. Dass hätte ich noch hier sowas, so fahrradfahrende Kinder oder so reinmachen können. Ich weiß gar nicht, ob ich das so geil finde. Oder ob diese ganz ruhige Stimmung, ja, als wären alle daheim, nicht vielleicht das ist, was man haben will. Aber zur Not könnte man es am Ende noch ändern. So, jetzt schauen wir mal das Fenster. Fenster. Bitte markier mir mal das. Das ist mir zu krass. Okay, also verfeinern können wir das natürlich nachher noch. Das Dunkle hier ist so ein bisschen, dass es wie so hochgezogen ist. Es ist ein bisschen seltsam, aber ich glaube, das Seltsame schadet vielleicht auch gar nicht. Wir schauen danach mal. Vielleicht das da unten. Eigentlich könnte man das auf jeden Fall wegmachen. So. Irgendwie so. So, dann testen wir die Sache doch mal. Man sieht fast zu wenig. Also eigentlich glaube ich, hätte die Straße noch größer sein müssen. Oder das Fenster. Es muss natürlich passen. Das Fenster. Gucken wir mal, ob wir das größer machen. Dann sieht man halt irgendwann die Straße nicht mehr so richtig. Hat jetzt sein Für und Wider. Hat sein Für und Wider. Achso, ja. Das ist ja auch fast witzig. Das so rum, könnte man es vielleicht auch anders machen, dann wär die Message ein bisschen anders. Hallo. Ach so, ja. Gar nicht so leicht. Frage ist, ob man es ohne Fenster macht, ob man wie so eine Art Riss macht. Ich finde das mit dem Fenster eigentlich ganz geil, aber es. Man sieht nicht genug. Sozusagen. Ich probiere einfach mal rum. Ja. Das ist dann so der Erkenntnisprozess. Machen wir doch mal irgendwie so eine Art Riss. Das ist ein bisschen blöder Riss. Wir machen es gleich schöner.
Okay, man, hier könnte man natürlich dann sich Sachen raussuchen, die man haben will. Es hätte auch diesen hinter der echten Welt liegt Charakter. Aber dann der Fenster, dieses Beobachten-Thema ist dann irgendwie raus. Ich meine, es ist eh wurscht, weil ich habe ja keine Geschichte dazu. Es ist eigentlich völlig egal. Nee, ich will das mit dem Fenster. Da könnte man sicherlich auch was machen. Und ums Auto tut es mir ein bisschen leid. Ihr könnt mir ja sagen, was ihr besser fandet. Vielleicht mache ich nachher verschiedene Varianten. Aber irgendwie. Was ist, wenn wir das Fenster quasi so in die Richtung? Muss es mittig sein? Irgendwie schon, oder? Irgendwie muss es in die Mitte. Was man natürlich auch machen könnte, dass in jedem Fenster Viereck unterschiedliche Varianten desselben sind. Nicht nur das rote, sondern auch andere Varianten, ja, irgendwas Grünes, was Blaues. Genau zentriert irgendwie dann. Ich will schon unten die Straße. Wenn es hier unten aufsitzt, wie so ein Sockel, dann ist hier oben ein bisschen zu viel Himmel. Schadet aber vielleicht nicht. Wo dann auch wo Titel hinkommt, müssen wir dann noch gucken. Ich hätte schon Bock, dass sich der auch so ein bisschen überlappt, dass quasi ein Teil des Titels quasi in der blauen Welt und ein anderer in der roten Welt ist. Das müssen wir auch noch probieren. Das schauen wir. Ich lasse es jetzt mal so und guck. Dann ist das Auto ein bisschen drin und wenn wir ehrlich sind, das hier. In diese Sonne da vielleicht, ne? Ein bisschen. Ne, der Flügel auf jeden Fall nicht. Ich glaube, der Rahmen, wenn der dünner wäre, wäre es vielleicht geschickter. Dann könnte man es anders inszenieren. Oder bei einem Breitbild wäre es vielleicht auch besser. Aber das ist jetzt das, was wir haben. Wir arbeiten jetzt damit. Und ob es irgendwie anspricht, könnt ihr mir dann ja auch sagen. Wenn ihr sagt, Alter, Max, was ist das für ein Scheiß, ey. Dann nicht. Aber es ist ja ein Versuch, ja. Jetzt hätte ich gern noch, was wollen wir, Pexels. Ups. Machen wir mal White Wood. Vielleicht können wir noch so ein bisschen eine Textur auf das Fenster. Hier vielleicht. Ja, ich weiß, so geht es nicht, aber. Moment. Ineinander kopieren. Weiches Licht. Ja, dunkel machen. Multiplizieren. Vielleicht ganz wenig. Ja, und an manchen Stellen dann vielleicht auch nicht. Gerade da, wo die Übergänge sind, auf jeden Fall nicht. Dann machen wir ein bisschen kleiner. Noch ein Hauch.
Ein bisschen. Einen ganz kleinen Hauch. So. Und jetzt ein Schriftzug. Also irgendwie mein Name und ein Titel. Was wäre denn ein Titel, der so irgendwie so voll thrillermäßig drauf ist? Hölle hinter Glas. Nope. Es ist vielleicht sogar noch wirkungsvoller, wenn wir es noch kleiner machen. Könnte ich mir vorstellen. Dann ist das Auto zwar weg. Aber ich glaube, von der Gesamtkomposition ist es geschickter. Dann könnte man sich tatsächlich auch überlegen, ich sollte erst das Fenster positionieren, ob wir es tatsächlich vielleicht irgendwie hierhin oder so machen können. Ups. Auf welcher Ebene bin ich? Auf der falschen. Schwierig, ne? Ich kann nicht sagen, welches ich besser finde. Bis zu dem Großfenster, man sieht mehr, aber es ist auch von der Komposition irgendwie sehr überwältigend. Aber vielleicht können wir mit der Schrift hier noch was machen. Können gleich überlegen, ob hier unten noch so ein Schatten für das fliegende Fenster eine Idee wäre. Gucken wir gleich mal. Angenommen, die Schrift wäre selber so eine Art Zwischending aus dem Blauen und dem nicht so Blauen. Gucken mal. Gucken mal. Na, so wandert der Blick natürlich nach links unten. Das ist irgendwie jetzt Sinn der Sache. Wir brauchen jetzt aber einen Schriftzug. Ich glaube, ich finde, das hat was. Man sieht quasi so ein, das ist so ein Links-Rechts-Ding. Man sieht genug vom Hintergrund. Das ist auch ein bisschen das Problem mit dem größeren Fenster. Es hat zwar diese Message drin, aber man sieht nicht genug von dem Hintergrund eigentlich, von dem Normalen. Deswegen ist das vielleicht eine ganz coole Idee. Theoretisch, hier könnte ich mir auch vorstellen, dass man irgendwie auf der Homepage zu dem Buch, was auch immer, dass so eine Animation ist, wo dieses Fenster hier so rumfliegt. Oder dass man verschiedene Cover macht. Einmal ist das Fenster weiter rechts, einmal ist es weiter oben. Sodass, wenn man alle fünf Cover hat, dass man dann das gesamte, irgendwie sowas in der Art, ja. Könnte ich mir vorstellen, dann hat es ein bisschen was Gimmickhaftes, aber who cares? Cover sind irgendwie Gimmicks. Mal kurz Test. Jetzt brauchen wir einen schmissigen Titel. In einer schmissigen Schrift. Erstmal brauchen wir einen Titel. Wir brauchen jetzt einen Titel. Das muss irgendwie was Ambivalentes sein. Irgendwas hinter X, hinter Y. Manchmal kommen sie wieder drei. Das Haus. Hausangst. Ungefähr so arbeiten, glaube ich, die Herausgeber von drei Fragezeichen Romanen. Schatten der Angst. Es muss dieses Urban Mystery Feeling haben. Irgendeine Straßenname. Avenue irgendwas. Ist das eine Avenue? Ist eigentlich egal, oder? Irgendwas, was wie ein tatsächlicher Name klingt, was aber auch schon so doppeldeutig ist. So wie Richtung Mulholland Drive. Ja, das ist zwar eine echte Straße. Aber manchmal nimmt man doch gerade in so Ami-Dingern so sprechende Namen wie Desperation oder ist das ein Stabname gewesen? Ja, aber ihr wisst, was gemeint ist. Paradise Hope und so und der Scheiß. Was nennen wir da? Avenue.
Darkness Avenue. Fuck, nein. Irgendwas, es muss so ein, auch so ein Begriff sein, der irgendwie, wo alle sagen, hä, kapiere ich nicht. Geh mal auf Leo. Leo, irgendwas mit düster. Komm, gib mal düster. Gloomy Dismal, Dismal Avenue, Blackly, Saturnine. Ja, das hat sowas Antikes dann noch. Das kommt mir als Lateinlehrer natürlich ein bisschen entgegen. Saturnine, Saturn, da steckt auch so, frisst seine Kinder. Saturnine Avenue hat auch so einen gewissen... Komm, das nehmen wir jetzt einfach. Saturnine Avenue. Saturnine Avenue. Jetzt brauchen wir noch irgendeine Schrift, die cool ist. Dann gehen wir doch mal direkt. Fonzie. Ich stelle mir von der Art eher so eine etwas dickere Schrift vor. Nicht ganz so groovy. Muss noch ein bisschen seriös sein. Auf jeden Fall was Dickes. Hier so ein bisschen Art Deco. Aber das, ich weiß nicht. Was passt denn zu diesem Americana-Style? Americana-Font. Ja, es muss jetzt vielleicht nicht aussehen, als wäre ich irgendwie, als würde ich einen Zirkus machen. Aber so in die Richtung. Können wir das irgendwie... Stichwörter, Amerikaner. Nein, ich will keinen Zirkus. Schriften aus ganz Amerika, Paket anzeigen. Ich finde, das hat sogar was hier. Ich glaube, das würde ich probieren. Hat so ein bisschen was von so einem Werbetext, aber das ist ja vielleicht auch gar nicht so schlecht. Ja, komm, gib mir die mal. Okay, Bello Fox. Bello Script. Und jetzt aber Saturnine. Ich glaube, das hat sogar was. Wir können mal gucken, ob... ja, es ist Glyphen, ob er Varianten hat. Nee, keine Auswahl. Nee, das passt. Müssen wir gleich gucken, wie wir das schattieren. Ob wir es schattieren, sonst ist es schwer zu lesen. Saturnine Avenue. Oder machen wir direkt Ave. Ich glaube, ich will es ausschreiben. So, links, rechts. Bisschen überlappt. Die Frage, ob wir jetzt eine, genau wie das Fenster, so eine Art Schattierung hier reinmachen. Könnten wir uns überlegen, ob wir das drüber hinausgehen lassen. Dass es quasi so halb nicht lesbar ist. Ich finde, das ist so dumm, dass es sogar fast wieder was hat, ne? Ihr dürft mir auch gerne widersprechen. Okay, gucken wir erstmal, ob wir hier noch mal einen Schatten von rechts oben grob. Abstand. Größe. Bisschen. Oder ob das eigentlich scheiße ist.
Eigentlich finde ich den Schatten nicht gut. Ich finde den Schatten nicht gut. Dann würde ich aber den Himmel, glaube ich, an der Stelle ein bisschen. Ja, so. Avenue. Das nach oben. Und jetzt, warte mal, können wir das mit der Überschneidung? Moment, ich hab eine ganz schlimme Idee. Wenn wir. Okay, erstmal die kopieren, Maske löschen, Maske löschen. Die beiden auf eine Ebene reduzieren, über alles auf Avenue beziehen. Wir kommen da noch hin. Ja, warum nicht? Müssen gucken, dass es, ob es dahinter machen. Wahrscheinlich sollte eher Saturnine dunkel sein, weil das der dunkle Begriff ist. Das ist vielleicht die bessere Idee. Dann könnt ihr das dahinter so. Könnt ihr das vielleicht auch drüber? Saturnine, was ein bisschen kleiner. Es hat dann so ein bisschen was. Es ist kein Thriller-Thriller, also nicht wie so ein aktueller Thriller. Aktueller Thriller. Sondern mehr wie so eine schwarze Komödie vielleicht oder sowas. Damit könnte ich aber leben. Vor allem, weil ich es ja sowieso nicht schreibe. Deswegen ist es scheißegal, was ich mache. Machen wir das mal bitte in eine Gruppe. Ja, nicht die ganze Gruppe wegen. Halt mal oben so ein bisschen. So. Und ich habe noch einen Namen. Den sollten wir irgendwie noch reinbringen. Das ist die Frage, ob wir dieselbe Schriftart nehmen. Ist wahrscheinlich. Die ist unter Umständen zu anstrengend. Darf nicht zu groß sein. Ich persönlich bin kein Freund von großer Name, kleiner Titel. Ich weiß, Namen verkaufen sich besser erstmal. King. Ja, mein Name interessiert keine Sau, deswegen darf der klein bleiben. Aber ich hasse es, wenn ich dann eigentlich sehe nur das Buch und da steht ganz groß einfach nur King. Und ich weiß, es ist Stephen King, aber wie heißt das scheiß Buch? So, aber ich sollte vielleicht auch nicht dann Marketing machen. Ist vielleicht nicht das, was meine Aufgabe ist. Wenn man das hier, man muss auch ein bisschen schräg. Gerne. Dass sie so ein bisschen auch sowas Schiefes kriegt. Hier wäre die Frage, ob wir dem Titel hier oder meinem Namen so eine Farbe geben, die wir hier haben. Mit so Versatzstücken. Man sich überlegen. Ein Farbverlauf. Oder ob es auch Teil der, ob wir den Himmel auch Teil davon sein lassen. Ich glaube, das sieht man hier eh nicht so genau. Das einfach größer machen. Ja. Das einfach ein bisschen größer. Ja, das passt auch.
Und dann machen wir hier noch. Roman. Thriller. Oh, Thriller. Das stand noch nicht drauf. Bitte so klein wie möglich. Sagen wir so. Eigentlich passt sie vielleicht auch gar nicht so arg. Wir könnten es auch hier unten irgendwo. Aber dann machen wir den klassischen Ammerbucher Schreibzirkel rein. Ein bisschen kleiner. Ich habe eine Weile in Ammerbuch gelebt, bei Tübingen. Und da haben Hirat und ich irgendwann aus Scheiß quasi den Ammerbucher Schreibzirkel gegründet. Was nichts ist. Aber ich dachte, wenn ich mal einen Verlag habe, nenne ich ihn irgendwie so. Wir haben eigentlich auch ein Logo dazu, aber ich mache meistens hier zu den Covern eigene Sachen. Ich glaube, ich schreibe gar kein Genre dazu. Ich glaube, das ist hier nicht so relevant. Ob der Name in Rot oder ob ich ihn lieber in Schwarz. Und dann, ich glaube, jetzt könnten wir das Fenster auch langsam etwas größer machen. Ich habe den Eindruck, dunkelrot. Schwer zu sagen, weil wir machen doch so ein. Weil weiß ist zu gefährlich. Aber so geht's vielleicht. Ich glaube, wir könnten es wagen, das Fenster jetzt hier ein bisschen größer zu machen. Ich glaube, das wäre eine Möglichkeit. Ich glaube, das ist geschickter. Man sieht auch noch ein bisschen mehr. Es bleibt nicht so viel negativer Raum übrig. Weiter hoch will ich es, glaube ich, nicht. Ich will, dass das Haus rechts auf jeden Fall noch da bleibt. Man sieht, dass hier so der Weg übergeht. Das finde ich in Ordnung. Meine Gefahr, kein Mensch kennt den Begriff Saturnine und deswegen ist es wahrscheinlich schwer zu lesen. Vor allem, weil das R so verdeckt ist. Ein bisschen so. Aber warum nicht? Also ich glaube, für so einen kurzen Versuch, wo man einfach mal testen wollte, was geht, was könnte man machen, hat jetzt auch nicht ewig gedauert. Also ich habe irgendwann vorhin angefangen, keine Ahnung, um 6, 6:30. Hatte eine Idee, die hat in dem Sinne so funktioniert, wie ich sie haben wollte. Waren jetzt also mit oder ohne Warten. Beim Warten kann man ja was anderes machen. Ich würde sagen, so 2, 2,5 Stunden Arbeit. Und darauf könnte man wahrscheinlich aufbauen. Das war die Idee, wie ich sie habe. Und wenn ich sage, okay, gut, manche Sachen funktionieren irgendwie doch nicht, dann lässt man es. Aber es ist zumindest mal was. Jetzt können wir noch gucken, ob wir unten auf der Straße so eine Art Schatten noch machen können. Machen wir quasi das Finish. Machen wir die Belichtung mal runter. Versatz. Und ups. Man sich überlegen, ob das Sinn gibt. Vielleicht gar nicht so arg. Weil der Schatten. Nee. Ich glaube, das brauchen wir nicht. Dann machen wir den Schriftzug weg. Alles auf eine Ebene reduzieren, kopieren, rückgängig machen, einfügen.
Ups. Unter die Gruppe bitte. Dann können wir jetzt hier einen Camera Raw Filter vielleicht noch draufhauen. Ein paar farbliche Änderungen machen. Ich finde aber dieses Hellblau versus Rot ist eigentlich ein ganz charmanter Kontrast. Man muss ein bisschen, ich glaube die Helligkeit einen Hauch heller. Tiefen eher ein bisschen, Lichter eher runter, Tiefen. Da hat es so was stärker Illustriertes. Ja, warum nicht? Struktur und Klarheit hochballern. Ein bisschen schärfen, ein bisschen Rausch reduzieren. Color Grading. Ich glaube, das braucht man, glaube ich, gar nicht mehr groß was machen. Ich glaube, eigentlich mag ich es, wie es ist. Jetzt machen wir ein einheitliches Rauschen über alles drüber. Ja, die Kanten, da könnte man nochmal hin. Ah, hier ist auf jeden Fall noch. Jetzt brauchen wir ein Grundrauschen drüber. Dazu einfach Mittelgrau. Melancholisches Mittelgrau über alles. Rauschen hinzufügen. Bam. Weiches Licht ist meistens ganz gut. Ineinander kopieren geht auch. Seht ihr wahrscheinlich eh nicht. Muss auch nicht so stark sein, aber es verbindet ein bisschen die Ebenen miteinander. Schrift wieder rein. And that's it. Oder? Ich finde, für so einen kleinen Versuch ist das doch eine ganz nette Sache. Ist ja auch mehr eine Demonstration, wie man mit einem Photoshop und Stable Diffusion oder generell KI-Workflow, geht auch mit DALL-E sicherlich, wie man zu einem Ergebnis kommen könnte, das einem irgendwie gefällt. Ja, wie man sich auch inspirieren lassen kann einfach von Sachen, die so eine Maschine ausspuckt oder wie man eigene Bilder reingeben kann, um eher die Komposition zu bekommen, die man haben möchte. Und ich bin damit jetzt einfach zufrieden, würde ich sagen. Ist auch völlig in Ordnung, wenn das nicht optimal ist. Dafür sind die Versuche da. Wenn euch der kleine Einblick in den Workflow gefallen hat, dann würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben oder einen netten Kommentar freuen. Habt ihr schon Erfahrungen mit KI-generierter Kunst gemacht? Wie steht ihr dazu? Gefällt euch, was dabei rauskommt? Habt ihr Tipps, Anregungen oder was auch immer? Ja, schreibt mir einfach in die Kommentare und dann sehen wir uns bei was anderem. Wenn ihr noch irgendwas anderes sehen wollt, so Photoshop-technisch oder wie ich Sachen mache, einfach schreiben. Bye, bye.